Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeigen wir euch, wie man so ein schönes K6A Modul anschließt. Im letzten Video haben wir euch schon gezeigt, wie man eine Datendose einbaut und anschließt. Die werden meistens auf der einen Seite verwendet, in der Wohnung ganz normal, Steckdosen, Datendosen kennt man ja, und auf der anderen Seite im Serverschrank oder im Medienverteiler, Unterverteiler in der Wohnung haben wir meistens so Module, die verwendet werden und dann in entsprechende Modulträger eingeklipst werden. Deswegen wollte ich euch heute mal zeigen, wie man diese Module anschließt. Ist auch ganz einfach, aber man muss halt wissen, wie es geht. Anfangen tun wir als erstes wieder mit dem Abisolieren der Datenleitung. Wie beim letzten Mal, wir markieren uns die Stelle, an der wir es abisolieren wollen. Ich habe jetzt hier mal 8 cm genommen. Das könnt ihr auch immer jeweils in den entsprechenden Montageanleitungen nachschauen, was da empfohlen wird. Hier haben wir jetzt mal 8 cm. Heute machen wir das Ganze mit einem Cuttermesser. Geht genauso. Es ist bloß wichtig, dass man darauf achtet, nicht zu viel Druck auszuüben, damit der Schirm unten drunter nicht beschädigt wird. Also ganz vorsichtig hier an die markierte Stelle gehen. Einmal rum. Dann könnt ihr schon sehen, wie hier sich das öffnet. Dann können wir hier auch nochmal lang gehen, ganz vorsichtig nach oben und dann hier das auseinanderbiegen. Dann sieht man, wie der hier sich öffnet. Also wir haben nicht vollständig durchgeschnitten, sondern wir durch das Biegen öffnen wir das Ganze. Haben unten drunter wieder unseren altbekannten Schirmgeflecht. Das Ganze ziehen wir mal nach hinten. Hier haben wir das gleiche wie bei der Datendose. Wir nehmen den Schirm, ziehen ihn nach hinten und wickeln ihn straff um den Mantel der Datenleitung herum. Genau, dass es auch fest hier dran liegt. Man könnte ihn auch noch etwas kürzen, aber das ist jetzt in diesem Fall okay. Wir nehmen wieder unser Isolierband, um das Ganze zu fixieren, gehen hier am Ende hin, setzen das Isolierband an, schön mit Zug. Und fixieren es. Anders wie bei der Datendose können wir bei den Modulen den Schirm ganz unten entfernen. Dafür nehmen wir wieder unseren kleinen Seitenschneider, den kennen wir auch schon aus dem letzten Video, und setzen wieder hier unten am Schirm der einzelnen Adernpaare an, gehen hier rein und zwicken hier ganz vorsichtig ein. Achtung, dass wir nicht die darunterliegenden Drähte beschädigen, und drehen den hier ab. So, kommt schon der braune Draht zum Vorschein. Dann geht es weiter mit dem nächsten. Wir suchen uns immer die Öffnung hier. Wir gehen bis nach ganz unten und zwicken dann hier ein. Dann können wir den wieder abdrehen. Alle Adernpaare sind da, weiß-braun, weiß-grün, weiß-orange und weiß-blau. Als nächstes schauen wir uns das Modul mal etwas genauer an. Da sehen wir schon auch unsere farblichen Kennzeichnungen. Hier oben brauchen wir wieder den weiß-braunen, den weiß-orangen, weiß-grün, weiß-blau. Können wir dementsprechend unsere Drähte schon mal vorbereiten. Jetzt können wir die Verdrillung dieser Drähte schon mal auflösen bis ganz zum Ende. Ziehen die glatt. Das gleiche machen wir auch bei dem weiß-braunen. Ziehen die auch glatt. Ganz wichtig, dass ihr jetzt darauf aufpasst, dass ihr nicht die weißen vertauscht, wenn ihr die Verdrillung aufgelöst habt. Nicht, dass ihr aus Versehen den weißen vom orangenen nehmt und dann in die Klemmstelle vom Weißen, vom Braunen einführt. Das wäre schlecht. Genau, dann bereiten wir uns die Drähte hier vor. Weiß-Braun, Weiß-Orange. Das legen wir uns genauso hin, wie wir es brauchen. Und jetzt gehen wir hier ran und führen es hier unten. Es sind 4 Löcher. Und da müssen die Leitungen, die Drähte eingeführt werden. Und hier oben seht ihr, der Punkt bedeutet der Weiße vom Braunen und dieses ausgemalte Kästchen bedeutet dann die Farbe, also der Braune selbst, und hier drüben genau das gleiche. Jetzt einfach die Drähte nehmen, hier reinlegen,
noch die anderen beiden auch mitnehmen, zack, und hier reinschieben. Dann seht ihr schon, hier weiß, braun, weiß, orange. Genau richtig. Jetzt können wir die bis zum Ende reinschieben, bis ganz nach vorne, so weit wie es geht. Zack, sehr gut. Jetzt können wir auch darauf achten, dass hier die Drähte schon richtig liegen für die obere Klemmstelle, also der blaue und der grüne. Das ist ganz wichtig. Dann haben wir bei dem Modul wurde ein Kabelbinder mitgeliefert. Der ist auch für die Zugentlastung da und auch damit der Schirm hier schön satt aufliegt. Den führen wir jetzt hier einmal durch die vorgeschriebene Stelle. Und hier ziehen das Ganze zusammen. So, schauen, dass wir wirklich auf dem Kabel ganz vorne sind. Ziehen den Schirm fest. Nehmen unseren Seitenschneider. Können hier nochmal mit einer kleinen Bewegung das etwas stärker spannen und zwicken das bündig ab. Jetzt lösen wir die Verdrillung der oberen Drähte noch auf und legen die in die dafür vorgesehenen Klemmstellen. Also hier haben wir das gleiche wieder wie bei einer Datenlose. Da auf einer Seite ist die Markierung nur halb mit der Farbe ausgefüllt, die andere Stelle ist weiß, da kommt der weiße rein und da auf der Stelle, wo wir auf beiden Seiten die farbliche Markierung finden, kommt die Farbe rein. Legen wir schön rein. Das gleiche noch hier mit weiß-blau. Jetzt haben wir hier unsere Drähte, sind natürlich viel zu lang. Jetzt kommt wieder unser kleiner Seitenschneider ins Spiel und hier zwicken wir jetzt ein Draht nach dem anderen bündig ab. Bevor wir abzwicken, kontrollieren wir natürlich nochmal, ob wir die richtigen Klemmstellen verwendet haben. Sehen wir hier, dass das alles passt, aber nochmal ganz wichtig, davor schauen als danach. Also zwicken wir hier jeden Draht einzeln ab. Wenn wir das erledigt haben, kommt unser Oberteil. Es wird jetzt eigentlich nur noch draufgeklickst. Also wir setzen das hier an. Man sieht schon, hier muss es später einrasten in diese Ösen. Müssen hier links und rechts einrasten. Das heißt, wir nehmen das, setzen das hier drauf. Sehen wir schon, sind hier schon mit der Spange genau an der richtigen Stelle. Jetzt müssen wir es nur noch zudrücken. Das geht jetzt etwas schwerer. Wir können mit der Hand schon mal vordrücken. Okay, in dem Fall ging es auch jetzt mit der Hand rein. Wenn ihr es mit der Hand nicht zugedrückt bekommt, dann könnt ihr auch eine ganz normale Rohrzange verwenden. Die setzt ihr praktisch an. Achtet aber darauf, dass ihr die mittig ansetzt, damit die gleichmäßig zusammengedrückt wird. Nicht, dass ihr nur auf der linken oder rechten Seite den Druck ausübt und ihr das schief reinpresst, weil da könnt ihr innen drin die Klemmen auch verbiegen und zerstören. Also unbedingt darauf achten, dass ihr die gleichmäßig ansetzt und dann zusammendrücken. Bis ihr... Das hört man normalerweise und man sieht es auch, dass es hier dann schön bündig drin ist und dass hier das eingerastet hat. Das ist jetzt fest, kann nicht mehr raus. Jetzt habt ihr auf einer Seite das Modul und auf der anderen Seite die Dose. Die Dose wird normalerweise in der Wand in eine Hohlwanddose oder in eine Unterputzdose einfach reingeschraubt. Dann kommt noch eine Abdeckung drauf und dann ist es fertig. Dieses Modul könnt ihr in der Unterverteilung, also in der Medienunterverteilung oder im Serverschrank, in einem Patchfeld oder auch in der Dose in der Wand mit dem entsprechenden Modulträger einfach einklipsen. Genau, und dann habt ihr eure Datenleitungsverbindung, eure Cat6A-Verbindung hergestellt. So, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, ob das Ganze funktioniert. Um das Ganze zu testen, nehmen wir jetzt unser Messgerät, stecken da unser Patchkabel ein und stecken das Ganze auch in unsere Buchse. So, dann brauchen wir noch das Gegenstück. Hier unser Cat6A-Modul. Auch einfach einstecken, in dieses Messgerät einstecken. Auf der richtigen Seite. So. Und dann, die Messgeräte funktionieren alle unterschiedlich. In diesem Fall stellen wir unseres jetzt auf On. Und dann, wenn alles korrekt ist, sollte hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und G für Ground nacheinander durchlaufen. On, 1, 2, 3. Perfekt. Also in dem Fall sagt er uns, die Adern sind durchgängig, wir haben keinen Kurzschluss, es sind keine Adern vertauscht, die Dose wird ohne Probleme einwandfrei funktionieren.
Wie gesagt, für genauere Messergebnisse, Übersprechverhalten und so weiter, da bräuchte man dann spezielle Messgeräte, die werden aber dann gleich um einiges teurer. Aber damit ist auf jeden Fall schon mal die Funktion der Dose sichergestellt. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr konntet was daraus lernen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Abo da, ein Like, und wenn ihr noch Anregungen habt, Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Videovorschläge nehmen wir auch immer gern an, dann können wir uns da was überlegen und ein neues Video produzieren. Also vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.